Okay. Ja, jetzt sind wir wieder live in Dörben beim Sony Ericsson Fanreporter. Bei mir stehen jetzt Marcel und Roman, zwei Deutschland-Fans aus der Nähe von Freiburg. Sagt doch mal, wie spielen wir heute überhaupt? Wie ist das Ergebnis? 3-0 oder 3-1. 3-1, gewinnen wir. 3-1. Ja. Ja. So, was hier alle beschäftigt ist, das sind die Vuvuzelas. Was sagt ihr denn zu denen? Wir hassen sie. Wir hassen sie? Schrecklich. Ja. Warum? Es sind so laut und das Geräusch ist so schrecklich für die Ohren. Und das ist. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, damit auch ins Stadion zu gehen. Nein, auch nicht in Deutschland. Nein. Nein. Dann hoffen wir mal, dass das ein gutes Spiel wird und dass wir wirklich 3-0 gewinnen. Ne? Ich danke euch. So, bei mir stehen jetzt Daniel und Michael, auch aus Freiburg. Jetzt sagt mal, wer ist euer Lieblingsspieler? Also für mich auf jeden Fall ist Manuel Neuer, beste Torwart, richtige Entscheidung, dass er am Tor ist. Der beste Torwart der WM? Wird man sehen, hoffentlich. Und Khedira. Khedira auch, ja, sehr gut. Und wie spielen wir heute? Also 4-1 Deutschland. 4-1. 2-1. 2-1. Das ist ein spannendes Spiel. Spannendes Spiel? Ja. Erst in der Schlussminute. Nee, so 10 Minuten vor Schluss. 10 Minuten vor Schluss. Ja, genau. Ja. Was sagt ihr zu den Vuvuzelas? Ja, also ich finde es nicht okay. Nicht okay? Nee, ich spiele zu laut und wenn einer hinter ihm steht, dann geht in die Ohren und ist. Okay. Nix. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Und so. Jetzt sind wir wieder hier vorm Stadion in Dörben und bei mir steht jetzt der Martin. Erzähl uns doch mal ganz kurz deine Geschichte, wo du herkommst. Ja, hallo. Also ich komme aus Namibia, Windhoek, nicht weit von hier, 1000 Kilometer. Und ja, war eine Zeit in Deutschland. Ich bin jetzt zurück in Namibia, wo wir aufgewachsen sind und jetzt schauen wir das Spiel an. Gibt es in Namibia auch Vuvuzelas? Ja, weniger. Ist eigentlich ein Merkmal der Südafrikaner, aber wir üben auch. Ja. Und was sagst du zu den Vuvuzelas? Gefallen sie dir oder bist du eher dagegen? Nee, auf jeden Fall dafür, weil das ein Wahrzeichen ist oder ein Merkmal ist und ich denke, das gehört einfach dazu. Also es wäre so, als wenn wir bei uns in Deutschland WM hätten und es gäbe kein Bier. Quasi, ist das ein guter Vergleich? 100%. Ich hoffe, wir haben heute Bier im Stadion. Das gab es ja 2006 nicht. Ah, okay. Gut, was ist dein Tipp für das Spiel heute? Ja, 3-0. 3-0? Mit etwas Optimismus. Mit etwas Optimismus. Ja, ja, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Super, bis dann. So, da sind wir wieder vorm Stadion in Dörben und bei mir stehen jetzt... Yeah. Ihr seid? Thorsten. Miriam. Christopher. Wo kommt ihr her? Aus Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, Deutschland. Sehr gut. Was glaubt ihr, wie endet das Spiel heute? 2-0 für Deutschland. 1-0 für uns. 6-0. Aber wir gewinnen auf jeden Fall. Ja, wir gewinnen auf jeden Fall. Das ist gut. Wer macht die Tore? Klose macht eins, Klose, wo er ausgewechselt wird. Und Polly schießt zweite. Sehr gut. Was sagt ihr denn zu den Vuvuzelas, die hier im Stadion tröten? Was haltet ihr davon? Wir sind seit 2 Wochen hier und es ist unglaublich. Es ist ein Riesengefühl und wenn 50.000 die tröten, Blasen wird es der Hammer. Also ihr seid dafür? Gänsehaut pur. Weil ich komme zum Beispiel aus Dortmund und da haben sie auch beim Public Viewing, habe ich heute gehört, wurden die Vuvuzelas verboten. Was sagt ihr dazu? In Deutschland wird viel verboten. Ja. Ja, ist klar. Oder besteuert. Können sie auch. Alles klar. Super, dann bedanke ich mich und hoffen wir auf ein gutes Spiel. Ciao. So, und bei mir steht jetzt der Matthias aus Schwäbisch Hall. Ich grüße dich. Jawohl. So, was glaubst du denn? Wie spielen wir heute gegen die Australier? Ja, ich bin ein bisschen übermütig. Ich schätze 5-1. 5-1? Ja. Wer macht die Tore? Also der Klose macht 2, der Schweini schießt einen Elfmeter rein und Thomas Müller macht 1. Oh, wen nehmen wir denn da noch? Der Özil macht auch 1. Sehr gut. Und wie weit kommen wir am Ende? Da möchte ich mich nicht festlegen, das ist mir so vage. Alles offen, ich hoffe natürlich bis ins Endspiel und der Titel. So, was sagst du denn zu den Vuvuzelas hier, dieses Markenzeichen dieser Weltmeisterschaft quasi? Da fällt mir gerade ein, ich habe die Ohrstöpsel vergessen mitzunehmen. Damit ist die Frage ja beantwortet. Also, mich nervt. Dich nervt. Ja. Also, du hättest nichts dagegen, wenn das verboten würde. Ich hätte. Nein, also hier muss es definitiv erlaubt bleiben. Okay. Weil das ist auch eine gewisse Tradition. Und die Leute wollen das so. Aber in deutschen Stadien muss ich sagen, wäre ich dagegen. Gut, aber für die WM ist es in Ordnung. Ist es in Ordnung, definitiv. Super, alles klar. Dann bedanke ich mich und viel Spaß. Mich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.